Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Pfingstsonntag. Wir sind versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue ewig hält und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Wir singen zusammen das erste Lied, Nummer 136. Die Strophen 1 bis 4 und 7. O komm, du Geist der Wahrheit. Ich lese die Worte des 100. Psalms. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geh zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Amen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, wir kommen zu dir heute am Pfingstfest. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, den du uns immer wieder schenkst. Und wir müssen zugeben, dass deine Wahrheit uns oft nicht kümmert. Du weißt, dass uns ganz andere Geister bestimmen. Geister, die wir selbst gerufen haben und die wir jetzt nicht mehr loswerden. Und so stehen wir etwas ratlos vor dir und vor uns selbst, sind womöglich zerknirscht und betroffen und ahnen doch, dass sich daran wenig ändern wird. Gott, wir bitten dich, sei uns gnädig mit unseren Schwächen
und vergib uns, wenn wir deshalb schuldig geworden sind. Hilf uns, dass wir trotzdem als Menschen in deiner Gemeinde leben und glauben können. Amen. Ich lese aus Apostelgeschichte 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir dann jeder seine eigene Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll vom süßen Wein. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott: Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Amen. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unser nächstes Lied, Nummer 566, die Strophen 1 bis 3.
Der Geist des Herrn erfüllt das All. Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem getreuen Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe hier versammelte Gemeinde, wir feiern Pfingsten. Vermutlich zum ersten Mal, seit diese Kirche steht, nicht hier zusammen, sondern über das Internet. Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt und ich bin sicher, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gottes Geist auch so in unsere Mitte kommen kann. Pfingsten also. Gerade haben wir die alte Geschichte wieder gehört, wie Gottes Heiliger Geist mit Sturmgebraus und Feuerzungen vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Wenn ich diese Geschichte lese, dann denke ich immer, wow, da ist ja mal richtig was los. Zunächst mal das wundervolle Geschehen an sich. Im wahrsten Sinne des Wortes aus heiterem Himmel kommt urplötzlich dieses unerklärliche Brausen mit einem gewaltigen Wind. Und dann waren da Zungen wie von Feuer. Und dieser Wind mit den Feuerzungen setzte sich auf die Jüngerinnen und Jünger. Einfach mal drauf. Herzlich willkommen. Ich will gar nicht erst versuchen, das Unerklärliche zu erklären, denn mir fehlen die Worte. Ich bin erst mal sprachlos, wenn ich das höre und lese. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als das zu glauben, dass hier Gott selbst am Werke ist, dass mit Brausen und gewaltigem Wind sein Geist angeweht kommt, ja, regelrecht angestürmt. Und dieser Geist Gottes durchströmt die Menschen
und verändert sie von einem Augenblick zum nächsten. Jesu Jüngerinnen und Jünger treten in die Öffentlichkeit. Nach der Himmelfahrt waren sie nach Jerusalem zurückgekehrt. Dort trafen sie sich in einem Haus, vielleicht mit verschlossenen Fensterläden, damit es keiner merkt. In diesem abgeschlossenen Raum spüren sie Sicherheit und Geborgenheit. Nach draußen trauen sie sich nicht so recht. Wer kann es ihnen verdenken? Schließlich hatten sie gerade erst erlebt, wie Jesus gekreuzigt worden war. Auferstehung hin oder her, wer sich zu ihm bekannte, war in Gefahr. Doch nun war Gottes Heiliger Geist über sie gekommen und von Stund an änderten sie ihr Verhalten. Verlassen das schützende Haus, treten ins Freie und predigen zu den Menschen. Ja, mir fehlen die Worte, wenn ich die Pfingstgeschichte höre. Bei den Freunden und Weggefährten von Jesus war es genau umgekehrt. Das eindrucksvolle Wirken Gottes hat eine ebenso eindrucksvolle Reaktion zur Folge. Gottes Heiliger Geist war über sie gekommen und sie lassen von diesem Geist Gottes sich in Bewegung setzen, sind im wahrsten Sinne des Wortes begeistert. Alle Furcht scheint von ihnen gewichen. So nahm die Kirche Jesu Christi ihren Anfang. Von diesem Tag an beginnt seine Gemeinde zu wachsen. Immer mehr werden es, die sich zu Gott bekennen. Und das Wirken des Heiligen Geistes breitet sich aus in alle Welt, aller Furcht und Gefahr zum Trotz. Es war geschehen, was Jesus vorausgesagt und versprochen hatte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und von dieser Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, haben die Jüngerinnen und Jünger dann das getan, was vorher Jesus selbst getan hatte. Sie haben von den großen Taten Gottes gepredigt. Sie konnten das, weil Gottes Geist sie dazu fähig gemacht und ermutigt hatte. Damals geschah das alles mit viel Getöse. Aber ich bin sicher, Gottes Geist kommt auch heute noch zu uns Menschen. Leiser, behutsamer, liegt er gewissermaßen in der Luft und wir nehmen ihn in uns auf mit jedem Atemzug. Er kommt zu uns in die Kirche und er kommt zu uns in die Häuser. Und das mögen wir in diesem Jahr ganz besonders spüren, weil wir Pfingsten in diesem Jahr eben in unseren Häusern feiern und die Pfingstbotschaft dort hören, bei uns zu Hause, umgeben von Tisch und Stuhl und Sofa und Sessel und den vielen anderen selbstverständlichen Dingen unseres Alltags. Und genau da will Gottes Geist ja sein, bei uns im Alltag und mitten im Leben. Und genau dort sollen wir ihn zu uns reinlassen, in unsere Herzen und natürlich auch in unseren Verstand. Denn eben genau dort, mitten im Leben, sollen seine Gedanken unsere Gedanken sein und seine Ideen unsere Ideen. Genau dort sollen die Menschen erkennen, wes Geistes Kinder wir sind. Und das ist ja wohl die Frage, die ich mir als Christ, als Christin immer wieder zu stellen habe. Erkennen die Menschen um mich herum, wes Geistes Kind ich bin? Werde ich diesem Namen gerecht, den wir uns gegeben haben? Werde ich Christus gerecht? Darf ich mich zu Recht Christ, Christin nennen? Wir wissen, was für eine Aufgabe das ist, merken es daran,
dass wir es immer wieder nicht schaffen. Und darum heißt Pfingsten am Ende für mich auch nicht nur, von Gottes Geist zu reden und zu gucken, wo er ist und ob wir in seinem Sinne unser Leben leben. Es heißt vor allem auch, Gott immer wieder darum zu bitten, dass er uns seinen Geist zukommen lässt. Den guten Geist der Wahrheit, der unser Leben lenken will und soll auf den Weg, den Gott für uns angedacht hat. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne durch unseren getreuen Herrn und Heiland Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Wir singen miteinander Lied 570, Du Herr gabst uns dein festes Wort. Folgendes ist der Gemeinde noch bekannt zu geben. Verstorben ist Herr Karl-Heinz Schütze im Alter von 90 Jahren. Das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mehr selbst, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Amen. Unsere Kollekte ist heute bestimmt für das Kinderkomitee Wileka und für die Aktion Hoffnung für Osteuropa. Zeichen setzen für ein friedliches Europa. Dazu wird uns Folgendes mitgeteilt. Die Aktion Hoffnung für Osteuropa setzt Zeichen für ein soziales und friedliches Europa. Kirchliche und diakonische Initiativen engagieren sich seit Jahren für das gegenseitige Verstehen in Europa. Sie unterstützen soziale Projekte für arme Menschen, Menschen mit Behinderung und Minderheiten in Ost- und Mitteleuropa. Sie fördern aber auch Begegnungen und den Dialog über Grenzen hinweg. Einige Beispiele sind Versöhnungsprojekte mit Jugendlichen aus unterschiedlichen Ethnien, generationenübergreifende Sozialprojekte oder Bildungsangebote für benachteiligte Volksgruppen. Friedliches Zusammenleben wird so im Kleinen geübt.
Seit vielen Jahren sammeln wir hier in Oberhausen für Menschen in Wileka in Weißrussland. Diese Menschen sind auch heute noch von den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe vor 35 Jahren betroffen. Mit Hilfe unserer Spenden kümmert sich das Kinderkomitee Wileka um notleidende Familien und ihre Kinder. Die Spende für Hoffnung in Osteuropa kann über die Homepage der Landeskirche gegeben werden. Ein Link dazu findet sich auf der Homepage unserer Gemeinde. Die Spende für das Kinderkomitee Wileka kann gegeben werden auf das Konto unserer eigenen Kirchengemeinde. Auch dazu gibt es Informationen auf unserer Homepage. Allen Spenderinnen und Spendern sei jetzt schon mal herzlich gedankt. Weitere Gottesdienste feiern wir morgen am Pfingstmontag um 10 Uhr als Familiengottesdienst über Zoom und am Sonntag in einer Woche um 10 Uhr als Videogottesdienst. Die Zugangsdaten und den entsprechenden Link finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Und wenn die Inzidenzzahlen stabil unter 100 bleiben, feiern wir ab Juni wieder Gottesdienst in unseren Kirchen, nach dem im Gemeindebrief abgedruckten Predigtplan. Informationen dazu auch auf unserer Homepage oder in unseren Schaukästen. Wir werden auch versuchen, das in die Zeitung zu bringen. Und wenn es Fragen gibt, gibt es immer noch das Telefon und unser Gemeindebüro gibt gerne Auskunft. Lasst uns beten und Fürbitte halten. Guter Gott, tröste und stärke uns durch deinen Geist. Hilf uns, durch seine Kraft deine frohe Botschaft zu vermitteln. Lass uns den Mund aufmachen und einstehen für eine gerechte und friedvolle Welt. Und lass die Menschen so erkennen, wes Geistes Kind wir sind. Gott, sende deinen Heiligen Geist als Beistand und Tröster zu allen, die es schwer haben in dieser Zeit, die sich Sorgen machen, was werden soll, die traurig sind. Wir denken besonders an die Familie von Karl-Heinz Schütze, den wir in der vergangenen Woche begraben mussten. Stärke die Menschen, die traurig sind über seinen Tod und hilf ihnen beim Weiterleben. Sei bei den Menschen, die Opfer sind von Unrecht und Gewalt in dieser Welt. Hilf, dass die Arbeit gelingt, für die wir unsere Kollekte sammeln. Und stärke die Menschen, die sie tun. Gott, lass uns die Kraft finden, die wir für unser Leben und für unseren Glauben brauchen. Bleibe bei uns, gib uns deinen Heiligen Geist. Amen. Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus mit uns betet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören unseren Chor mit dem Lied »Sei unser Gott, der alle Welt«. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.